Dann geht's dementsprechend weiter. Wir werden jetzt einmal runterfahren. Wir fahren nach links. Ich bin mal gespannt, was das ist, aber wird wahrscheinlich irgend so ein kleines Fischer, so Fischerdorf oder sowas sein. Wenn wir ganz viel Glück haben, auch wenn es mir nichts bringt, weil wir haben keinen Anschluss ans Wasser. Aber cool wäre. Oh, da steht. Der ist blau. Ein blauer Pickup-Truck. Cool. Also wenn wir jemals wieder einen Pickup-Truck brauchen, hier steht ein blauer. Das können wir uns mal merken. Hier unten steht ein blauer Pickup-Truck. Das hier ist nur so ein Bauernhäuschen. Das können wir lassen. Links habe ich gesagt. Was ist denn hier? Nach Prigratrix. Irgendwas. Dinge, die ich nicht aussprechen kann. Dinge, die ich nicht aussprechen möchte. Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ja, ich finde meinen roten mit den Rallye-Streifen dann cooler wie den blauen. Schwarzen hätte ich sofort getauscht. Ist egal, dass mein Auto... Oh, da ist ein Jägerstand. Egal, dass mein Auto ein bisschen besser ausgerüstet ist. Oder ein bisschen besser dasteht. Weil wir schon ein Auto-Repair-Kit reingeputtert haben, das Ding. Aber einen schwarzen würde ich sofort... So. Warum gib mir... Ja, da liegt zumindest schon mal Munition. Aber 9 mm. Und völlig im Arsch vor allem. 32%. Ja, holla. Ohne Baseball-Cap. So, mir ist ziemlich warm, aber ziemlich warm ist noch okay. Wenn sie schreit, mir ist sehr heiß, dann haben wir ein Problem. Ziemlich warm ist okay. Und wir haben mittlerweile ja auch die HS9, eine 9mm Waffe, mit der wir auch schießen könnten. Wenn wir dafür wenn wir 9mm Munition finden, umso besser. 45er ist zwar um einiges nochmal besser, weil wir einfach... Ach, guck mal, da können wir die Waffe reparieren. Ein Huhn! Oh, wie selten man... Habt ihr das gesehen? Wie selten man Hühner in diesem Spiel findet. Hier können wir die Waffe reparieren. Das können wir uns mal merken, wenn wir eine Toolbox finden. In dem kleinsten Kabuff findest du das Zeug. So, da ist die große Brücke. Die kenne ich schon. Ist aber auch fies mit dem Holz hier gleich am Wegesrand. Wo geht's denn hier hin? Also wenn da eine Stadt ist, dann ist die aber scheiße, hat eine scheiß Verkehrsanbindung, mein Freund. Aber Boot wäre cool. Ich würde gerne mal Boot fahren. Ich bin noch nie Boot gefahren im Spiel. Was einfach nur daran liegt, dass ich nie eins gefunden habe. Ja, ist eine Stadt. Komm, gib mir ein Boot. Und das auf der gegenüberliegenden Seite ist auch nochmal eine Stadt. Ah, die Zombies sind wenigstens zurück. Na, wenigstens etwas. Moin. Ein ganzer Haufen hier. Ah. Munition leer. Wundern. Boah, wackeln wir. Ah, jetzt. Wir wackeln zu viel. Und jetzt wackelt der Zombie. Headshot! Aber hart erkämpfter Headshot. Wir müssen mal ganz kurz. Munition ist leer. Haben wir Munition dabei überhaupt für die Hunter? Ja. Oh, die letzten 10 Schuss. Ja, holla. Alexander! Oh, die Stream ist seit 3 Tagen in Folge. 3 Tage in Folge, vielen Dank. Alexander, 35 Euro, vielen Dank. Ich hoffe, man hört auch den Sound. Vielen Dank. Vielen Dank. So, letztes Magazin, was voll ist. Wenn es so weitergeht, muss ich jeden Tag streamen. Allerdings... Ah, das ist eine... Okay, Großachse ist aber auch gut. Ich habe keine mehr. Die sind alle kaputt gegangen. Meine Frau ist mir allerdings schon aufs Dach gestiegen. Ja, weil ich eigentlich die komplette Woche fast... Bis auf einen einzigen Tag habe ich die komplette Woche durchgezockt. Neben. Pfeffer. Ich hab dich aber nicht mal gesehen. Hä? Muss diese doch so schießen?
Wo kam der jetzt noch her? Eine Kacke. 2C, okay, 2C1 Blutungen. Vor allem, wie schlecht habe ich denn bitte schon getroffen? Ich habe ja gar nichts getroffen. Eine Leuchtfackel, bisschen Draht. Hat ja nicht mal gelohnt. Hier in diesen Ruinen kann übrigens Zeug auf dem Boden liegen. Also Munition. Ich habe schon mal eine Waffe gefunden in so einer Ruine. Ist aber auch nicht so... So interessant sieht das Städtchen gar nicht aus. So, da sind die zwei Kameraden. Na, eine Apotheke hat es immerhin. Da vorne stehen noch ein Zombie rum. Nagel. Yoga Girl. Was ist das hier? Ein Hippie und Yoga Girl. Ah, Lebensmittelladen. Lebensmittelladen mit einer offenen Kasse und einer Büroklammer. Aber Seife gibt es hier auch. Und wir siffen den Boden ein bisschen voll mit Blut. Also gut. Cool. Seife. Toller Laden. Nein! Frieda! Warum? Warum? Zupfen. Oh cool, da steht tatsächlich Zupfen. Alle Vegetarier weggucken. Veganer auch. Veganer schaltet am besten ganz aus. Rupftes Hühnchen. 2,2 Kilo. Gedärme. Ja, lecker. Ich wollte eigentlich mit der Axt mehr zuhauen. Okay. Okay. Was hast du noch zum Bieten? Leuchtfackel und Streichhölzer. Ja, holla. Okay, gucken wir hier mal rein. Aber wenigstens sind die Zombies wieder da. Und schon hast du Action. Ah. Fast gutes Smartphone. Es gab übrigens mal die Überlegung, was ich ganz nett finde. Ich habe keine Ahnung, was die Fahrerhandschuhe wert sind. Es gab mal die Überlegung, dass man die Handys, die wir hier dauernd finden, Sweatpants, dass man diese tatsächlich nutzen kann, um Dinge zu machen, also damit zum Beispiel irgendwie einen Händler anzurufen oder sowas für Quests zum Beispiel. Vielleicht kommt noch sowas in der Richtung. Oder dass du dann auch, wenn du ein Handy findest, dir eine Karte machen kannst beispielsweise und dann ranzoomen kannst in die Map oder sowas. Also es gab mal Überlegungen, die Smartphones tatsächlich, die du hier findest, auch nutzen zu können in einem gewissen Bereich. Oder zu einem gewissen Teil. Würde ich ganz cool finden. Wenn du mit Dingen, die du hier findest, doch irgendwie besser interagieren könntest zum Beispiel. Ja, ganz cool. Bist du ein Zombie? Nein, du bist ein Ast. Okay, hallo Ast. Hättest du vorhin WoW gezockt, aber wollte da nicht reinschauen, weil das nicht so mein Game ist. Ja, ich hatte WoW gezockt vorhin. Aber wir haben nur kurz Zornbrunnen-Bateau noch geklärt. Das letzte Mal. Und ab Dienstag kommt ja dann WoTLK. Dann werde ich erstmal ganz viel WoTLK spielen. Scum wird dann erstmal in den Hintergrund rutschen. Aber in 2 Wochen geht es dann mit Scum auch schon wieder weiter. Aber eine Woche wird jetzt rein im Zeichen von WoTLK stehen. Sind das schon wieder Gummistiefel? Ja, oder? Sag mal, was hältst du denn aus? Ja, schon wieder Gummistiefel. Und immer die gleiche Farbe. Vor allem zu hässliche. Selfies mit den Zombies? Ja, sowas zum Beispiel. Sodass du mit halt wirklich was anfangen kannst auch. Entschuldigen Sie bitte. Das ist mein Lagerraum. Sie können hier nicht liegen bleiben. Ein Stift. Das ist, glaube ich, 60, 70 wert. Dollar. Aber bei Scum bin ich jederzeit dabei. Das freut mich sehr. Also wie gesagt, nächste Woche wird Scum Pause sein. Da werde ich keine einzige Folge Scum streamen. Es wird aber nach wie vor über 100 Tage am Stück werden Scum-Folgen kommen. Einer nur. Also einfach bei YouTube reingucken. Da wird es mit Scum weitergehen. Eine Woche wird es jetzt Pause geben bei Scum. Wegen WoTLK. Und dann geht es in Scum aber auch ganz normal wieder weiter. Ja. So mein Plan im Moment. Und ich habe noch so viel vor in Scum. Und mal abgesehen davon, ich bin mal gespannt. Wir haben morgen Montag.
Vielleicht kommt morgen schon wieder ein neues Update. Mit irgendwas Neuem. So, 35. Apotheken sind ganz cool. Du findest zwar keinerlei medizinisches Stuff, aber du findest Kohle. 23 tote Zombies, 10 Headshots. Ja, es werden mehr. Achso, wir haben das Magazin war leer, oder? Ne, fast leer. Muss auf jeden Fall neu munitionieren. So. Logischerweise nachladen, das vergesse ich auch gerne. Wie viel hat die Axt noch? Ja, geht noch. Ich bräuchte ein Repair-Kit, dass ich die Axt reparieren kann. Sehen wir das? Will hier nur mal kurz scopen. Ist das ist kein Boot, was wir benutzen können, oder? Das Deko-Boot, glaube ich. Gibt es hier einen Anleger? Da gibt es einen Anleger. Okay, da gucken wir auf jeden Fall mal. Ja, ich würde jetzt nicht jedes... Oh, Vierer Dietrich. Eine Feder. Ich würde jetzt nicht... Ah, kein Boot, oder? Ich glaube, kein Boot. Wir werden jetzt ja auch nicht jedes Haus looten. Ich will hier nochmal grob drüber gucken eigentlich. Ich hätte gern ein Boot. Das da ein Boot? Ne, das ist ein Stein, oder? Bist du ein Boot oder bist du ein Stein? Das Lustige, ich darf übrigens nicht ins Wasser fallen. Ich gehe unter wie eine Bleiende. Boah, ich weiß nicht, ob du das siehst. Was ist das? Das sieht sehr strange aus. Gucken wir ganz kurz da vorne, nicht, dass da hinter dem Anleger irgendwo eins sich versteckt. Die Dinger sind nicht groß, die Boote. Gesehen habe ich schon mal ein paar. Ne, eins da. Schade. Können wir mal gucken, ob in der Stadt noch irgendwas Interessantes an Häusern da ist. Aber ich glaube fast nicht. Die Frage ist, ob wir... Sollen wir uns... Die Frage an den Chat. Was? Ich bin doch gar nicht tot. Oder weißt du was, was ich nicht weiß? Frage an den Chat. Wollen wir das andere Dörfchen uns auch angucken oder sollen wir weiterfahren? Ah, nee, das... Ja, zeig's. Ja, egal. Jetzt sind wir drin. Ich habe das hier auf dem Sofa gesehen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es Pantoffeln sind. Oh, die rote Mütze ist bestimmt was wert. Da haben wir ein paar hundert. Da liegt ein Lumpen. Oh. Kein Auto da, schade. Bisschen Metallschrott. Nö, ich glaube, die Apotheke war so ziemlich... Da können wir mal reingucken. Angelbong-Reis. Natürlich, Angelbong. Was könnten die damit nur meinen? Also, ich weiß es nicht. Ein paar Schüchen. Wanderschüchen. Wanderschüchen sind wenigstens ein bisschen was wert. Auch 100, 200 oder sowas. Das ist alles Peanuts, aber letztendlich... Okay, wir werden definitiv... 88 Aufladung noch, nett. Das hat sich gelohnt. Wir werden unser Beil reparieren auf dem Rückweg. Bitte erinnert mich daran, dass ich das Beil reparieren gehe. Das wäre allerliebst. Hä? Wo denn? Da oben, oder? Hier drin? Ja, da drin. Komm mal von diesem... Hallo? Komm mal her. Ich habe keine Ausdauer. Komm mal von dem Tisch runter. Was sind das für Manieren? Steht ja auf dem Tisch rum. Angelbong, muss man den Reis einweichen und dann rauchen? Wahrscheinlich. Das ist eine gute Idee, Manni. Das ist eine gute Idee. Darf ich fragen, wie du auf solche Ideen kommst? Halt! Gottes Willen. Werkzeugkiste. Damit können wir die Axt und die Machete vollständig reparieren. Und haben sogar noch was übrig.
Also der kurze Ausflug hier rein hat sich gelohnt. Aber sonst, das Haus werden wir jetzt nicht looten. Wir gucken mal noch in die Garage rein. Da noch was drin ist. Eine Mistgabel. Herzlichen Glückwunsch. Kein BH. Ich bin enttäuscht. Wollen wir da nochmal rein? Das ist das gleiche Haus. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir nochmal eine Werkzeugkiste finden werden. Oh! Die Angelrolle. Jetzt haben wir wirklich alles, um zu angeln. Jetzt haben wir auch noch die Angelrolle gefunden, die uns fehlt. Oder gefehlt hat. Leber. Oder? Ja, Leber. Ein Zombie. Nicht der beste Loot im Ding hier. Wobei, die Werkzeugkiste war schon gut nett. Zombie. Nö. Oh. Nö. Du bleibst da drin, okay? Ich habe keine Lust, jetzt die Axt rauszuholen. Oh, diese kleinen Läden haben sich jetzt schon gelohnt. Also die Werkzeugkiste, die Angelrolle ist nichts wert. Aber ich brauche es halt, um zu angeln. So, was ist jetzt? Gehen wir jetzt in die kleine Stadt oder nicht? Frag lieber nicht. Manchmal habe ich Angst vor meinen eigenen Gedanken. Wie kann man alle Befehle sehen? Du musst bei Twitch einfach nach unten scrollen. Das steht bei Giveaway, glaube ich, steht es irgendwo drin. Bei Twitch einfach runterscrollen. Je weiter du runterscrollst, desto mehr siehst du an Befehlen dann. Ist eigentlich ganz easy zu finden. Es gibt ein paar. So, die drei können auch erstmal weg. Gut. Ich würde fast sagen, es ist eine normale kleine Angelstadt. Ich habe jetzt kein Boot gesehen. Ich würde eher hier lang fahren. Ich würde die Waffe reparieren. Ich würde hier mal vorbeigucken wollen. Die Stadt kenne ich schon. Da ist nichts Sinnvolles. Würde dann hier nochmal kurz anhalten. Wir können mal hier gucken. Ich würde gerne zum Airfield dann Richtung. Und Richtung Händler. Genau, da wo auch die Chatregeln stehen und so weiter. Oder wo eben das Giveaway ist und alles Mögliche. Da findest du auch die Chatbefehle, die alle funktionieren. Das ist ein WW2-Punker, ja, oder? Das ist ein WW2-Punker, oder? Yo! Da können Waffen und Munition liegen. Den nehmen wir natürlich mit. Gut, dass ich den gesehen habe. Ja, das sind allerdings auch gerne viele Zombies, aber ich sehe gerade keinen. Einer da? Einer da. So, WW2-Bunker. Keiner da? Okay, wer hat in den Bunker geschissen? Wer war's? Irgendeiner hat in den Bunker geschissen. Ich gehe hier nicht wieder raus, bevor ich nicht weiß, wer es war. Hand hoch. Manni? Ah, oh. M1911. Völlig im Arsch. Diese Munition völlig im Arsch, aber immerhin. Eine Handfeuerwaffe. Immerhin. Ich höre einen Zombie, ich sehe nur keinen. Okay, die Kisten kannst du nicht looten. Ja, gut, dass wir vorbeigelaufen sind. Auch völlig im Arsch. Leider alles halt komplett kaputt. Nichts drin. Aber hey, zwei Waffen. Immerhin. Wir sind noch nicht durch. Stacheldraht. Kannst du dich dran verletzen? Was mich wieder ein bisschen wundert, dass hier nicht mal ein Zombie rumliegt. Aber soll mir recht sein. Schießpulver, auch völlig im Arsch. Alles völlig im Arsch. Da wird nichts liegen, glaube ich.
Okay, gehen wir wieder. Aber zwei von gut. Ach, sorry, ihr musste raus. Das waren wieder Zombie und Riker. Was? Zombie und Riker? Was? Was? Ich hätte gern ein Boot. Wenn da drin alles im Arsch ist, ist es kein Wunder. Was? Dass jemand mal groß musste. Das wohl richtig. Das ist richtig. Wann müssen wir eigentlich groß? Oh, wir müssen auch groß. 85, wir könnten groß. Komm, wir machen mal groß. Oder? Wir können groß. Ja, wir können groß. Mal gucken, was rauskommt. Wir hätten eigentlich unser Häufchen neben den anderen Häufchen in den Bunker legen können. Ich meine, da hat ja eh schon einen hingemacht. Das machen wir ja an die Straße. Wie so ein Hund. Ah. Uiuiui. Oh, das ist Arbeit. Wir sollten mehr Pflaumen essen oder sowas. Das hört sich ja nach Arbeit an. Wie es runtergeht. Ein Apfel. Nein. Der Apfel lag weit. Der Apfel liegt weit weg. Der lag da nicht. Der Apfel lag ganz, ganz weit weg. Der lag ganz weit weg von dem Häufchen. Ganz, ganz weit weg lag der. So. Das hier rein. Das hier rein. Munition rein. Das rein, das rein, das rein. Okay. Von wegen beim Raub gewinnt man eher. Der Raub ist, der Raub hat eine Höhe. Wenn du Subscriber bist, was du bist, Swanny, hast du eine höhere Chance sogar zu gewinnen. Eine sehr hohe. Beim Raub. Also es ist dann einfach nur Pech. Aber die Chance ist viel, viel höher wie bei Würfeln. Glaub's mir. Ein Apfel. Der Apfel, der lag da. Der ist vom Baum gefallen. Glaubt's mir. Der ist vom Baum gefallen. Ich weiß es. Ich hab's ploppen hören. So, hier können wir jetzt reparieren. Mit der Toolbox. Das werden wir natürlich auch tun. Und zwar unsere Machete und die kleine Axt, die wir gefunden haben. Jetzt haben wir endlich zumindest eine Nahkampfwaffe, nämlich. Reparieren. So, erstmal die Axt, die ist wichtiger. Einfach weil sie nicht unter 50% droppen soll, damit ich sie nicht immer wieder hochrepariert kriege auch. Hast du mittlerweile deine Tasse? Nee, noch nicht. Wanni spart noch. Aber Wanni schafft das. So muss Wanni wenigstens zugucken. Da auch was. So. Cool, da bleibt sogar noch einiges übrig. Wir kriegen die Machete, also die kleine Machete kriegen wir nur zu 50% repariert. Mehr geht nicht. Guck mal, dann haben wir beide Waffen schön repariert. Läuft doch. Dann nehmen wir trotzdem erstmal die Axt. Die Machete als zweite Option. Ich finde die Axt ganz cool. Und fahren jetzt hier lang, dann links, hier runter. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. So eine Art Brücke wahrscheinlich. Und schauen mal, was wir so finden werden. Da brüllt irgendwas, hört sich nach einem Wildschwein an. Das Schöne ist, wir skillen halt jetzt auch ganz gut fahren. Und wir wissen jetzt zum Beispiel, dass hier ein Pickup-Truck steht, den wir uns holen können, wenn unserer kaputt gehen soll. Also wenn wir sterben sollten aus irgendeinem Grund, ich hab's nicht vor, aber wenn wir aus irgendeinem Grund sterben sollten, wissen wir zumindest, wo wir ein neues, schönes Auto herkriegen können. Ist da wirklich eine Brücke? Wenn wir jetzt da runterfahren und nicht übers Wasser kommen, ich sehe da nämlich keine Brücke. Boah, wie fies ist das denn? Wir legen einen Baum mitten auf die Straße. Kannst du dir echt nicht schnell fahren. So, nichts rammen. Gibt es hier noch einen zweiten WW2-Bunker? Also, es könnte sein, dass hier noch ein Bunker steht. WW2-Bunker. Ich würde noch einen nehmen. Der war gar nicht schlecht. Sind halt immer Richtung Wasser gebaut. Das ist da einer? Nee. Boah, weder ist jetzt keine Brücke oder sowas.
Ah ne, du fährst wieder zurück unten am Wasser. Okay. Ah, wir fahren ja außen rum, okay. Ich hab gedacht, wir fahren über eine Brücke. Nee. Keine Brücke. Jetzt sei noch nichts gerammt. Ich bin ganz stolz auf mich. Das bleibt so. Okay. Der war knapp. Wenn ihr einen Bunker seht oder sowas, schreit. Rot sehe ich aber auch nicht. So, ein kleines Städtchen haben wir hier. Ihr habt bestimmt auch einen Hafen, oder? Ein kleines Städtchen. Ja, parken wir hier. So. Ah, das hier, also das ist der Hafen. Da war ich in Staffel, boah, ich glaube in Staffel 1 sogar noch, war ich da am Ende. Doch, Staffel 1. Scum Staffel 1, das seht ihr noch demnächst. War ich da, hab da mal gelootet. Das sind Mechs, sind Babunga-Dinger, also ein bisschen militärischer Loot, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Ich habe da zumindest nichts Weltbewegendes gefunden. Ich würde da auch nicht unbedingt hinwollen. Da waren zu viele Mechs. Das war recht anstrengend. Da bin ich mit dem Wasserflugzeug hin. Wo ich nur mein Wasserflugzeug hatte. So, auch wieder Lebensmittelladen. Oh doch, hier stehen Bier, oder? Bier? Ja, Bier. Ein Bierchen nur. Die ganz normalen Läden würde ich mal außen vor lassen. Ich wollte sagen, guck mal, da steht ein roter Pickup-Truck. Das ist aber meiner. Hier finden auch schon wieder die ganzen Zombies. Ich habe Bedenken. Haselnuss. Schmeckt die komisch? Nö. Und Feuerzeug. Oh, Feuerzeuge haben wir genug. Ich weiß gar nicht, ob die was wert sind. Ich glaube aber nicht. Recht versiffter Kühlschrank. Knoblauch. Knoblauch. Und noch ein Schrank. Da oben liegen gerne mal viele Zombies rum. Keiner da. Danke fürs Gespräch. Da liegt nix, da liegt auch nix, da liegt auch nix. Ich will den ganzen schönen Loot. Loot. Man gebe mir mehr Loot. Eine kleine Kapelle. Ah, guck mal, hier hätte man auch schon wieder, hier hätte man auch wieder Waffen reparieren können. Blaubeeren, aber die sind völlig im Arsch. Die gammeln schon vor sich hin. Also wenn wir zu viele Zombies hier treffen sollten, können wir nochmal reparieren. Da ist nix. Sprengautomaten. Nix. 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 Enttäuschend. Das ist die Bar. Da ist das. Wir gehen mal in die Küche. Wo sind die Zombies? Da liegt auch nichts rum. Okay, fair. Nächstes Werkzeugkistchen. Also solange wir diese Reparierstation oder Bohrmaschine oder was auch immer finden. Ja, Kirche ist immer was los. Einer, oder? Mal. Das ist noch so ein eingestürztes Häuschen. Wir wollen jetzt einfach mal die Befehle alle durch. Ja, probiert euch mal die Befehle durch. Ah, guck mal, da liegt noch einer. In der Kirche ist immer was los. In der kleinsten Bude.
Oh, 64. Irgendwo draußen haben wir, glaube ich, noch einen. Oder oben, wenn es hier überhaupt einen oben gibt. Eine leere Tasche und Bogenschalldämpfer. Okay. Wieso liegt das in der Kirche? Hat das irgendwie tiefere Bedeutung? Dinge sind leer. Ich habe noch einen gehört. Der hat keinen zweiten Stock. Garage. Hütchen. Und nicht mal eine Polizeistation. Die armen Schweine. Messerchen. Küchenmesser. Ich habe keine Ahnung, ob ein Schlauch was wert ist. Wir werden es auf jeden Fall alles rausfinden. Wir machen uns halt das Auto, also ich tue das Auto zu. Mit allen möglichen. Dann können wir auch mal ein bisschen Preise natürlich checken. Da ist eine Tankstelle. Da könnten wir tanken gehen. Zumindest. Muss eh irgendwann tanken. Wir könnten da zumindest tanken gehen. Und vielleicht einen ganz kleinen Blick in den Hafen riskieren. Aber ich habe da nichts Sinnvolles gefunden das letzte Mal, wo ich drin war. Das sind ein paar Hallen, die kannst du looten. Cool wäre ein Boot, aber ich sehe noch keins. Ja, da können wir auf jeden Fall mal kurz vorbeischauen. Schaden tut's nicht. Car Repair Kit wäre geil. Eins vielleicht, was mehr wie eine Aufladung hat. Moin. Der nächste. Cool, aber immer die Kampfrucksäcke. Komischerweise. Ja, mal eine Maske. Sehr schön. Auch ein bisschen Geld. Spiegel. Tabletten. Nix da. Lumpen. Ich werde jetzt keine Lumpen. Wir haben ganz, ganz viele Lumpen. Ich werde jetzt keine Lumpen mehr mitnehmen. Da liegt nix. Da auch nix. 146 Ruhmpunkte. Gut, dass es in Scum keine Casinos gibt. Ich bin mir recht sicher, dass nur eins. Es gibt ein Casino. Ich habe es heute gelesen. Es gibt ein Casino. Es gibt auch ein Ringkampfding, irgendwas. Oh, 20. Okay, die sind völlig im Arsch, aber es sind 20 Schuss für die Hunter in dem Auto. Das ist cool. 20 Schuss ist okay. Und ich bin mir recht sicher, dass ich das gelesen habe. Es gibt ein Casino. Verdammt wenig Zombies hier. Also für den Zusammenhang musst du die vorigen 3 Chat-Beiträge lesen, sonst geht der Witz dabei flöten. Was für ein Witz? 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 Enttäuscht, ich bin noch nicht mal unter den besten 10. Achso, weil Alexander Gold abgefragt hat, wie viel er hat. Da kommt ihr Leben da nicht mehr ran. Oh, Tourniquet! 300 wert, ungefähr. 300 bis 400. Ja! Ja, holla. Sehr schön. Haben wir dafür Platz? Ja. Lederholster, auch 200 wert. 1-200. Vielleicht doch die Häuser looten. Die Häuser bringen es momentan mehr wie alles andere, was ich gelootet habe. Entschuldigen Sie bitte. Danke. So, erinnere mich mal. Exto! Vielen Dank fürs Follow bei YouTube. Vielen Dank. Auch wenn das gerade nicht sieht, wahrscheinlich. Gut. Oh, da muss ich gleich nochmal nachgucken. Ein Follow fehlt, glaube ich, noch. Da habe ich heute 8 Follows bekommen bei YouTube. Dann ist es ein Rekord. An einem Tag. Oh! Neuer Rekord. 9 Follows heute bekommen. Ich hatte heute Morgen 70, jetzt sind es 79. 9 Follows heute bekommen. Danke dafür. Rekordtag. Mal wieder. Das heißt mal wieder. Endlich mal. Ah, leider nix. Lumpen liegt hier rum.
Ja, nächste Maske. Mit Masken machst du halt immer Kohle. Mit Masken. Teilweise haben Masken einen Wert von 700-800 pro Maske. Das ist halt echt richtig krank. Praktisch eine Schachtel 45er. Jedes Haus will ich jetzt aber nicht looten. Wir sind grob durch, oder? Da können wir nochmal rein. Da haben wir ja das, da haben wir die Werkzeugkiste gefunden vorhin. Was? Pepe Gaming Live? Nein, ich hatte den Chatbefehl, der mir die Top 10 anzeigt. Ich bin nicht dabei, aber du bist auf Platz 6. Da der Vermutung, dass du auch ein wenig auf Glücksspiel stehst und deshalb der Kommentar mit dem Kassin. Ach so. Nee. Ich bin dabei, weil ich auch durch. Also, ich krieg tatsächlich auch Gold gut geschrieben, wenn ich zugucke. Und da ich logischerweise immer zugucke, bin ich da drin. Ich schmeiße mich aber regelmäßig raus. Da muss ich mich mal wieder rausschmeißen. Genauso wie den Bot. Schmeiß den Bot eigentlich regelmäßig raus und schmeiß mich regelmäßig raus, weil es blöd ist. Einfach nur. Ja, ich hätte ihn gerne mit Muster. Er ist grün, es ist Flecktarn, es ist gut, aber ich hätte ihn gerne mit Muster. Aber wir müssen den nehmen auf jeden Fall mit. Ein Wanderrucksack wieder. Geil. Die Häuser, ich glaube, wir müssen immer diese Häuser hier looten. Die lohnt sich. Gib D1. Wo sind D1? Ja. Achso, übrigens. Cool, dass es funktioniert. Ich spiele gerade in 4K und nehme auf in 4K und es funktioniert so, wie es aussieht. Kein Framedrop. Ich werde aber trotzdem wieder auf HD gehen. Weil mir die Karte zu klein ist. Ihr seht, wie klein diese Airdrop ist, in 4K ist. Es ist eine Frechheit. Und ja, wir können da auf keinen Fall hinfahren. Wir müssen uns ganz kurz merken, dass ich dieses Haus hier rein bin. Da oben steht mein Auto. Wir nehmen das auf jeden Fall noch mit, das Zeug. Ich werde trotzdem wieder auf HD gehen. Einfach weil ich ab und zu mal Probleme habe, gerade beim Autofahren, mit 4K. Wenn ich selber in 4K spiele und in 4K, ich nehme ja in 4K auch auf. Das macht dann Probleme. Das schafft mein Rechner dann leider doch nicht ganz. Das Reparaturkit behalten wir mal. Ich würde noch gerne reparieren. Wobei, wir haben 4% verloren. Eigentlich lohnt es sich noch gar nicht. Ja, es lohnt sich nicht. Wegen 4% brauche ich nicht reparieren. Die Jacke können wir mal reparieren. Die hat ein bisschen gelitten. So, den Wanderrucksack nehmen wir jetzt gleich mit. Wobei, wir können hier... Ja, vielleicht reparieren wir. Vielleicht finden wir noch ein paar Zombies. So, Wanderrucksack, ich hab's nicht vergessen. Nett. Wir haben einen militärischen Kompass, aber die Klinger kannst du auch für 200-300 verkaufen. Immerhin. Da ist nix. Ein Spiegel. Nix. Einmal Wein. Auch ein 100er Wert. Cool wäre so ein Preisführer. Weil auch der Reiz ganz cool ist, zumindest am Anfang, natürlich selber rauszufinden, was ist was wert in dem Spiel. Und was nimmst du mit, was lässt du besser liegen oder was lohnt sich einfach nicht, dass du es aufhebst. Das macht einen gewissen Reiz tatsächlich aus im Spiel. So, erster Stock. Da drin, oder? Ja. Hallöchen. Einmal Wanderrucksack. Vielen herzlichen Dank. Klar, gucken wir noch hoch. Das hier klinge. Kein Zombie. Nochmal. Wieso sind eigentlich da immer... Ich sehe doch, das sind 6 Weinflaschen. Wieso finde ich nur Korken, wenn ich 6 Weinflaschen sehe? Ich finde das gemein. Das, was ich sehe, möchte ich auch haben. Okay. War man da schon drin? Ja. Nee. Von der Seite zumindest noch nicht. Die roten sind was. Ich glaube, die sind nicht sehr stylische, sehr dezente, vor allem dezente Farbe und sehr stylische Farbe.
Ich bin fast mal versucht, die Dinger anzuziehen. Nur um zu sehen, wie es aussieht. Waschmaschine. Okay. Da geht's nicht lang. Dann würde ich sagen, gehen wir, oder? Wir haben jetzt nicht jedes Haus durchsucht, aber wir haben eigentlich ganz... Ja, ansatzweise. Der Wanderrucksack ist nicht viel wert, aber ich hätte dann Backup-Wanderrucksack. Zumindest sogar in einer schönen Farbe. Steht zwar Tarnfleck drauf, aber es ist kein Flecktarn. Aber immerhin ein bisschen Kohle haben wir gemacht. Mit dem Loot. Dann würde ich jetzt hier nochmal in die Stadt. Da können wir halt auch tanken. Ich weiß nicht, wie sieht es aus. Ja, Hälfte. Wir sollten auf jeden Fall tanken. Axt reparieren werde ich jetzt nicht. Wir sind bei 96%. Das lohnt sich ja nicht. Nicht mal eine Aufladung. Da steht ein Zombie. Ja, hallo. Hi. Und ein Bär irgendwo. So, dann gucken wir mal, was wir da finden. Wir müssen irgendwo unser Auto aber auch verstecken. Ja, was heißt nicht gut? Verstecken ist jetzt relativ. Ich muss mein Auto eigentlich nicht wirklich verstecken, weil ich glaube nicht, dass demnächst eine hier für... Es sind nur Ryko oder zum Baby-Moment, die auf dem Server spielen. Nach wie vor, wenn ihr mitspielen wollt, meldet euch. Gerne. Wir wagen hier trotzdem mal im Busch. Ich hätte nichts dagegen, dein Gold zu bekommen, würde Vanni davon eine Tasse kaufen. Du kannst Gold verschenken an Vanni, wenn du möchtest. Also du kannst dein Gold an Vanni verschenken. Dann kriegt Vanni die Tasse auch. Aber Vanni schafft das auch so. Ich bin zuversichtlich. Vanni schafft das. Wenn ich weiter Scum spiele, schafft Vanni das ohne Probleme. Wenn ich World of Warcraft spiele, wird es schwierig. Na, guck mal, noch eine Axt. Läuft doch. So. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier dann ein Boot finden werden und alles mögliche. Aber heute nicht mehr. Ich werfe heute dann tatsächlich raus. Stell mich jetzt nochmal neben mein Auto, würde dann auslocken auch. Wir haben jetzt zumindest nochmal eine Axt gefunden. Ich glaube, hier gibt es auch eine Polizeistation. Vielleicht gucken wir auch nochmal in den Hafen rein. Das alles dann erst das nächste Mal.